Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und ich bin jetzt in Österreich mit der Energie- und Nahostfachfrau Dr. Karin Kneisel verbunden. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schall. Zurzeit ist es ja so, dass Saudi-Arabien einiges an Aufmerksamkeit erfährt. Unter anderem hieß es vor kurzem, der König ist tot, lang lebe der König. Was ist dazu zu sagen? Ja, es ist ein wunderbarer Ausspruch, der an sich in Westeuropa entstanden ist, um die Fortdauer von Institutionen zu illustrieren. Also dass sozusagen das Organ existiert weiter. Und das ist meines Erachtens im Falle des Arabiens, der Sauds, so überhaupt nicht gegeben, weil dieses Land heißt ja erst seit 1932 Saudi-Arabien, weil es eben meines Wissens nach gemeinsam mit Liechtenstein zu den beiden Staaten dieser Erde zählt, die nach einer Familie benannt sind. Und genau dieser Familie gehört das Land und genau dieser Familie gehören eigentlich auch alle Institutionen unter Anführungszeichen gesetzt, weil wir nicht wirklich über Institutionen verfügen. Ja, und es ist ja eigentlich auch die Schutzmacht des Wahhabismus bzw. der Wahhabiten. Genau, also die Wahhabiten als eine Strömung unter dem eher konservativereren sunnitischen Islam anzusiedeln, ist um 1800 herum in eine sehr fruchtbringende Allianz mit dem Stamm der Sauds getreten. Und die Sauds wären nicht die Einiger der arabischen Halbinsel geworden, hätten sie nicht diese wahhabitische Klammer, also ihrer Koraninterpretation, dafür nützen können. Und andererseits hätte der wahhabitische Klerus, hätte die wahhabitische Interpretation des Korans nie diese weltweite Bedeutung erlangt, wenn das nicht auch mit Hilfe der saudischen Gelder und Verbindungen eben entsprechend exportiert worden wäre. Ja, und Einflüsse des Wahhabismus lassen sich zum Beispiel auch bei Al-Qaida oder bei IS ausmachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das sind meines Erachtens sehr wohl unmittelbare Schöpfungen. Also gerade wenn es um IS, Islamischen Staat, Daesh, wie man das jetzt benennen will, geht. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder dagegen angesprochen, wenn ein Papst oder ein britischer Premierminister meint, das sei the evil, das Böse. Also das ist keine politische Kategorie. Und der Islamische Staat ist sicherlich nicht vom Himmel gefallen, sondern ist das Ergebnis einer Chronologie, in der saudische Geschäftsmänner, saudische Interessen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, das ist keine Verschwörungstheorie. Nein, ganz sicher nicht. Also dafür gibt es wirklich eine logische Ansicht bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Die wesentliche Erdölproduktion zwecks eben auch Transportsicherung ihrer Verbündeten inne, also die USA, die US-Ölproduktion, sicherte um die 90% des Benzinbedarfs der Alliierten. Und in den USA war man sich ziemlich bald klar darüber, dass es eben keine erneuerbare Energieressource ist. Und man wusste schon seit Jahren damals über die reichen, leicht förderbaren, also zu relativ geringen Kosten förderbaren Rohölfelder auf der arabischen Halbinsel, hatte die aber zuvor nicht wirklich exploriert, weil der Preis in den 30er Jahren im Keller war. Aber ab 1947, also mehr oder weniger zusammenfallend mit dem offiziellen Beginn des Kalten Krieges, wurde Saudi-Arabien ein sehr nützlicher Verbündeter. Also man hatte zwei Fliegen auf einen Schlag, günstiges Öl und einen wichtigen Absatzmarkt und noch dazu eine Theokratie, also eine auf göttlichen Auslegungen beruhende Herrschaft, die damit auch der ideale Verbündete gegen die atheistische, kommunistische Welt war. Ja, in den 70ern wurde das Bündnis dann nochmal ein wenig enger gestrickt nach Aufgabe der Goldanbindung zum Dollar. Und dann gab es ja mehr oder weniger eine Anbindung des Dollars an das Öl und das konnte bewerkstelligt werden durch damals geheime Vereinbarungen mit den Saudis. Das Haus Saud ist jetzt... Mit dem sie konfrontiert sind, sowohl im Irak als auch in Syrien in Gestalt der Alawiten, aber auch innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Und kurioserweise ist also gerade im Nordosten, wo die wesentlichen Ölfelder liegen, die 10% schiitische Minderheit der saudischen Staatsbürger. Und jetzt ist noch dazu gekommen eben auch die schiitische Front, wenn man so will, am südlichen Teil der arabischen Halbinsel. Und da ist eben diese
sagen wir mal, eine Gruppierung von sehr energiegeladenen jungen Männern aus allen Herren Ländern, von Tunesien bis Pakistan, von Frankreich bis Österreich, die eben dem IS zuschwirren, ist eine ideale Konstruktion. Sie sind zwar heute offiziell Teil der Anti-IS-Front, wie so einige andere Staaten, man nehme auch die Emirate, Katar und Kuwait, die auch in der Vergangenheit, wenn nicht unmittelbar jetzt über offizielle also Regierungskanäle, aber dann doch über wichtige Geschäftsleute, die einfach einen Teil ihrer Wohltätigkeit in Richtung dieser Stiftungen, die für IS zuständig waren, geleitet haben. Und damit sind sie in einer Zwickmühle, weil andererseits auch ein hoher Prozentsatz der eigenen Bevölkerung, also der jungen Saudis, und die jungen Saudis sind ein hoher Teil der Bevölkerung, nämlich in einem Land, wo wir eine Geburtenrate von 3,6-4% haben, ein Land mit einer der höchsten Geburtenraten, eine Jugendarbeitslosigkeit von 30% und zwischen 80% und 90% der jungen Saudis finden also den IS eine wunderbare Sache. Und und damit sind sie sozusagen Teil der Anti-IS-Konfrontation, wenn es um die hehre Außenpolitik geht, aber in ihrer Alltagspolitik sehr wohl mit dem IS im eigenen Land konfrontiert. Sind Unterschiede zu erwarten zwischen dem alten König und dem neuen König? Wird das eigentlich auch noch zukünftig zu einem großen Hauen und Stechen innerhalb des Königshauses selber führen, die Erbfolge in den nächsten Jahren? Und wird das Haus von Saud eigentlich irgendwann auch mal gestürzt werden? Meinen Sie, die haben die besten Zeiten hinter sich? Ja, also ich habe schon den Eindruck, und das erklärt sich aus vielen Gründen. Das eine ist, man hat also jetzt diese Thronfolge in Richtung König Salman abgesichert. Salman ist ja auch erst vor 2 Jahren Kronprinz geworden, nachdem seine beiden Vorgänger im zarten Alter von damals auch schon jenseits der 80 gestorben waren. Und er selbst ist auch mit seinen 79 nicht mehr ganz rüstig und tat sich auch schwer bei seiner Antrittsrede. Ich gehe davon aus, dass all die Entscheidungen, die noch letzten Freitag und am Wochenende dann fielen, und die waren zahlreich, also da gab es einige interessante Nominierungen, was die übernächste Thronfolge anbelangt, was die Frage, also wer sozusagen Kabinettsdirektor im Haupe Saud wird, also die Palastangelegenheiten übernimmt. Es wurde der Verteidigungsminister ausgewechselt, es wurde nicht der Ölminister ausgewechselt, aber es passierten sozusagen einige politische Umnominierungen, man kann das auch eine Kabinettsumbildung nennen, die natürlich schon im Vorfeld vorbereitet war, weil man wusste, dass das Abdallah also nicht mehr auf 2 Beinen aus dem Krankenhaus mit seinem Lungenkrebs herauskommen würde. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Entscheidungen eher von Einflüsterern, eher aus dem Beratungsstab, als jetzt wirklich direkt von König Salman kommen. Aber glauben Sie, also nochmal dazu zurückkommen, hat das Haus Saud seine besten Zeiten erlebt? Ja, weil es ist insofern auch in einer brisanten Situation, als man zwar eben jetzt mal diese Kontinuität auf die Beine gestellt hat. Das heißt, alle, die sich Saud nennen, haben Interesse daran, dass das Haus besteht. Aber innerhalb dieser weiten Familie mit einigen Tausenden von Erzherzögen, die also dann in der nächsten Generation sich in Stellung bringen, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Strömungen, Aussagen. Also zum Beispiel schon in den letzten Monaten hat immer wieder von sich reden gemacht Prinz Walid. Er ist auch ein echter Saud, also sein Vater war der sogenannte rote Prinz, der ein Gründer der OPEC war, Prinz Turki, der sich mit marxistischen Lehren beispielsweise sehr intensiv beschäftigte. Und Prinz Walid gehört zu einem der größten Investoren, also ist mit seinen Fonds weltweit vertreten. Und er wurde nicht müde, in den letzten Monaten sehr, sehr konsequent Kritik zu üben an der aktuellen Förderungspolitik und damit auch an dem Verfall des Ölpreises. Und wir hatten seitens der Sauds und seitens vor allem auch des Ölministers Naimi in den letzten 2-3 Jahren immer wieder gehört, 100 bis 90 Dollar, das ist die rote Linie, darunter darf der Rohölpreis nicht fallen, obwohl die Explorationskosten auf der arabischen Halbinsel zu den niedrigsten gehören. Aber man benötigt einfach diese Differenz von 80, 90 Dollar,
um eben einen Wohlfahrtsstaat von gewaltigem Ausmaße aufrechtzuerhalten, um die außenpolitischen Projekte weiter betreiben zu können. Und da kann es sein, dass eben vor dem Hintergrund verstärkter wirtschaftlicher Probleme, die aber auch nicht zum ersten Mal auftreten, also es ist nicht der erste große Ölpreisverfall, den wir da jetzt erleben, den hatten wir in den 80er Jahren, den hatten wir um 2008 herum. Also es kann sein, dass sich der Preis entweder wieder auf ein höherem Niveau einpendelt oder dass man sich einfach anpasst. Aber das Haus Saud ist einfach konfrontiert mit gewaltigen inneren Herausforderungen, aber auch mit geopolitischen Herausforderungen einfach an seinen Landesgrenzen. Und die hat es in dem Umfang in den 80er Jahren nicht gegeben. So, ein anderer Grund, warum Saudi-Arabien derzeit einiges an Aufmerksamkeit erfährt, ist der von Ihnen schon besprochene Ölpreisverfall. Ich würde das nur gerne noch mal ein bisschen mehr im Detail machen, weil da gibt es ja verschiedene Ansätze, diesen Ölpreisverfall zu erklären. Und da gibt es so Thesen, also zum einen hätten die Saudis sich mit den Amerikanern verabredet, den Ölpreis in den Keller rasseln zu lassen, um Russland weh zu tun. Dann gibt es aber auch wiederum die Theorie, dass zum Beispiel die Saudis gerne die Fracking-Industrie in den USA angreifen würden. Deswegen macht das vielleicht auch gar nicht mal so viel Sinn, dass die Amerikaner allzu viel mit den Saudis da zu tun haben, um den Russen weh zu tun, weil es tut ihnen ihrer eigenen Fracking-Industrie weh. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Theorien, warum das so ist. Angebot, Nachfrage, der steigende Dollar und so weiter. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht so das Wahrscheinlichste? Also meiner Beobachtung nach ist der Ölpreis das Ergebnis von sehr, sehr vielen Faktoren. Daher sehe ich nicht, dass ein Faktor so ausschlaggebend ist, in dem eben der von einem Mastermind im Hintergrund manipuliert werden könnte. Meines Erachtens war es absehbar, dass es früher oder später zu einem Ölpreisverfall kommen würde. Ich schließe aber davon aus, ich will es nicht da als Besserwisser gelten und sagen, naja, das im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich habe vor dem Hintergrund dieser Angebotserweiterung, die wir gerade auch eben durch die Förderprojekte im unkonventionellen Bereich hatten, sprich Schieferöl, Schiefergas, Tight Oil, also dieser ganze unkonventionelle Sektor, den wir auch unter Fracking zusammenfassen, dass zum einen und zum anderen haben wir einfach eine Weltwirtschaftskrise, die viel, viel massiver ausfällt, als sich einfach viele getrauten in den letzten, sage ich mal, 1,5 Jahren wirklich zuzugeben. Konjunkturprogramme sind weltweit ausgelaufen. Also da denke ich vor allem eben auch an die BRICS-Staaten, wo man immer wieder 2010, 2011 viel Geld in die Hand genommen hat, um den Binnenkonsum, die Binnennachfrage zu stärken. Es ist Japan ganz offiziell von seiner langen, langen Jahren der Stagnation einfach in eine offizielle eben Rezession gefallen. Und Japan war bis vor einigen Jahren noch die Nummer 2 als Abnehmer von OPEC-Öl beispielsweise. Und hier sind eben durch ein Überangebot einerseits, also da haben auch schon viele Stimmen vor 2 Jahren gesagt, Achtung, die Fracking-Industrie könnte Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, weil es war klar, dass sich Fracking einfach nicht mehr rechnet, wenn der Preis unter eine bestimmte Schwelle fällt und diese Schwelle variiert, je nach Feld, je nach Industrie. Ich hatte vor 2 Jahren immer noch gehört, der würde bei $75 liegen. Jetzt hieß es wieder, ja, manche Felder sind auch noch rentabel bei $40. Aber Faktum ist, dass in den USA in den letzten 6 Monaten 40% der Förderstätten, also der Oil Rigs im unkonventionellen Bereich, geschlossen wurden. Und da ist einfach eben dieses Überangebot schlagend geworden und das in einem Tandem mit einem massiven Einbruch der Nachfrage. Also ich sehe es eher bedingt durch die Grundgesetze sozusagen des Marktes, Angebot, Nachfrage. Und was auch noch dazu kommt, wenn man sich die geopolitische Prämie ansieht, die ja immer so als Risikoprämie den Preis auch aufgebläht hat, mit der Annäherung USA-Iran, die meiner Beobachtung nach mehr oder weniger also stattfindet und bei allen Risiken, die sich da noch in den Weg stellen, vielleicht auch zu Ende geführt werden kann. Aber es ist seit 2 Jahren klar, dass es zu keinem Angriff des Westens, zu einem militärischen Angriff auf den Iran kommen würde.
Und das war für viele Marktteilnehmer eine gewaltige Risikoprämie, die manche eingepreist haben mit bis zu $30. Wenn man sich an die Südgrenze Saudi-Arabiens begibt, da gibt es zwei Länder. Das eine ist der Oman, das andere ist der Jemen. Der Jemen erfährt nicht allzu viel Aufmerksamkeit derzeit. Das sollte sich aber, glaube ich, aus Ihrer Sicht ein wenig ändern, oder? Ja, also bedauerlicherweise ist er nicht wirklich im Zentrum der Beobachtung der Regierungen dieser Welt, egal ob die jetzt im Westen oder im Osten sitzen. Es haben auch die letzten Botschaften, die dort sozusagen noch die Fahne hochgehalten haben, in den letzten Wochen geschlossen, einfach aufgrund der Sicherheitslage. Und damit weiß jetzt eigentlich niemand mehr, was los ist, bis auf vielleicht jene am Computer operierenden Drohnenabsender, die also regelmäßig ihre Drohnen in Richtung Jemen schicken. Aber was wirklich, wie die Stimmung im Land ist, was passiert, wer sich wo durchsetzt, das ist völlig unklar. Und es bewegt sich im Jemen gegenwärtig auch eben eine Konfrontation Schia-Sunna in eine Richtung, die für Saudi-Arabien gefährlich werden könnte. Also ist auch schon die Rede von einem schiitisch dominierten Teilstaat in einem zerfallenden Jemen, der sich eben herausbilden könnte. Wäre auch nicht das erste Mal in der Geschichte, weil die schiitische Dynastie der Zaiditen auch hier schon immer wieder also Macht inne hatte. Und auf der anderen Seite haben wir eben Al-Qaida bis IS-Schwenk, eben extrem sunnitische Bewegungen im Jemen. Und eigentlich ein Niemandsland, wo sich eben die radikalen Kräfte dieser Welt einfinden. Das können Jungs aus Somalia sein, die dort trainiert werden. Vielleicht eben auch, was eben aus einem Interview hervorging, die Kuishi-Brüder, algerischstämmige Franzosen, die die Anschläge vom 7.1. Verantworteten. Und da ist im Jemen einfach im Moment einiges im Umbruch. Und das wäre jetzt nur mal sozusagen die religiös-machtpolitische Ebene. Aber hinzu kommt noch etwas, wo ich persönlich überhaupt keinen Einblick habe, weil es also Ethnologen, Anthropologen gibt, die sich damit intensiver beschäftigen. Und ein solcher hat mir mal vor Jahren gesagt, kippt der Jemen, kippt Saudi-Arabien, weil einfach wesentliche Stämme im Jemen sich neu orientieren könnten. Also wie eingangs besprochen, der Stamm der Saud hätte nie dieses einigende Band über die arabische Halbinsel werfen können im Namen des wenn es nicht den Wahhabismus gegeben hätte. Und damit war eine gewisse Feudaltreue der anderen Stämme gegeben. Aber das ist im Moment wahrscheinlich in Umorientierung begriffen. Und es ist auch historisch immer wieder darauf hingewiesen worden, die eigentlichen alteingesessenen Stämme der arabischen Halbinsel, die kommen aus Felix Arabia und das ist eben dieser südliche Teil des Jemen. Am südlichen Teil von Jemen ist auch der Golf von Aden. Ist das eventuell wichtig für das Thema Öl? Ja, es war immer wichtig. Also dieses Nadelöhr Aden, Aden-Krisen gab es im 20. Jahrhundert immer wieder. Manchmal ging es ums Öl, manchmal ging es einfach nur um ganz andere Fragen, die das zerfallende britische Kolonialreich damals betrafen. Ich meine, gegenwärtig haben wir einfach mit dieser gewaltigen Ölpreisverfallsproblematik, denkt gar niemand so stark an diese Nadelöhre, die man sonst in einer geopolitischen Betrachtung halt immer wieder betont, sei es Aden, sei es die Straße von Hormuz, sei es die Straße von Malakka, wo es also immer wieder um Piraterie, um die Möglichkeit des Schließens dieser Bottlenecks ginge. Die sind im Moment, glaube ich, fallen sie nicht so sehr ins Gewicht, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht demnächst wieder wichtig sein könnten. Genau. Na gut, da warten wir mal ab. Ich danke Ihnen für dieses kurze Gespräch, Frau Kneisel. Ja, gerne. Das war ja eh recht umfassend. Danke für die interessanten Fragen. Okay, Dankeschön. Tschüss.